Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin heute hier mit der Hylia. Schön, dass du da bist. Danke, Fabi. Du bist extra aus Stuttgart nach Bonn gekommen, damit wir mal eine Runde quatschen können. Wir haben eine Gemeinsamkeit und zwar sind wir beide Mama mit Behinderung. Wir haben zwei unterschiedliche Behinderungen und wollen mal gucken, inwiefern sich unsere Erfahrungen aufgrund dessen überschneiden oder vielleicht auch auseinandergehen. Hier sind jetzt so zum Beispiel zwei Stufen, ne? Die kommst du nicht hoch. Die kann ich jetzt so nicht hochkommen. Der Rangi kriegt natürlich schon mit, also unser Sohn, dass ich natürlich schon manche Sachen vielleicht einfach länger brauche als der Papa. Von daher sind wir dann beide immer auf dem Treppenlift drauf und dann sind wir dann ist für ihn auch cool, oder? So, wir düsen da wieder runter. Der will da jetzt auch immer drauf und will sie immer mitfahren. <ja. lacht> Es ist jetzt auf jeden Fall ein Spielplatz hier. Ja. Ja, da gibt es so eine Rampe. Oh ja, die ist echt steil. Oh Gottes Willen, die geht ja ganz steil hoch. Ja, ist ja schön, dass wir sowas hingemacht haben, aber kannst du mit Also kannst du abhaken. Also mit Kinderwagen geht, aber mit Rollstuhl nicht. Mit dem Kinderwagen könnte man zum Stufen. Aber das ist jetzt, das sind Stufen. Aber hier haben sie es versucht, Oh, okay. Aber das ist ganz steil. Und mit Schwung geht auch nicht wahrscheinlich, ne? Nee, mit Schwung geht es auch nicht. Das sah für mich vom Weiten, ich habe die Brille nicht auf, aber es sah für mich vom Weiten aus, okay, das könnt ihr hinkriegen. Aber tatsächlich wird es nicht funktionieren. Okay, stell mir fest, ich komme einfach so auf den Spielplatz, du aber nicht. Mhm. Okay. Weißt du, das wäre jetzt zum Beispiel sowas mit der Prothese, würde ich tatsächlich hier auch hochkommen. Ja. Aber ich könnte, dann wäre es direkt im Spielplatz nicht so einfach für mich mit Kind. Okay, mit Sand dann auch. Mit Sand und alles. Und auch mit dem Bücken, weißt du? Ja, so ein kleines, verstehe. Also deswegen ist es jetzt hier natürlich wirklich eine Herausforderung. Okay, gut, wie lösen wir das jetzt? Wie würdest du es machen? Am besten mich hochschieben. Okay, also entweder ich mache das oder hinter der Kamera Philipp. Ja, ach, guck mal, wir haben noch jemanden Besseren und Stärkeren gefunden. Super, danke Philipp. Müsstest du hier einmal kurz genau nach rechts. Okay. Bis hierhin hätten wir es jetzt mal geschafft, aber wie geht das jetzt für dich weiter? Wie kommst du auf dem Spielplatz so zurecht? Also, ich habe ja vorhin dir gesagt, dass ich ja verschiedene Hilfsmittel habe. Mhm. Und für einen Spielplatz ist es das Beste, was ich für mich festgestellt habe, sind so Art, also die nennen sich Stubbis. Das sind so ganz kleine, ja, wie so eine Art Stiefel. Mhm. Und die ziehe ich an, dann bin ich auch nur 1,04 Meter groß. Mhm. Aber das ist ganz praktisch, weil dann kann ich, erstmal bin ich ein bisschen schneller. Mhm. Und zweitens ist das auch im Sand gar kein Problem zu stehen. Okay. Und genau, aber trotzdem müsste der Dennis halt mitkommen, weil es ist ja auch wirklich, der Rangi ist ziemlich wild, wie halt Kinder sind. Ja. Und mit dem kann ich jetzt auch nicht irgendwie mit einem Kinderwagen oder so, will er nicht. Der ist einfach so ein Freiheitskind. Er möchte einfach nicht in die Trage, er möchte nicht in den Kinderwagen. Mhm. Er möchte einfach frei rumrennen. Hier rumtoben dann zum Beispiel. Ist ja auch da der Sinn dahinter, ne? Wie handelst du das jetzt so auf dem Spielplatz mit deiner Tochter? Also es ist ganz neu für uns. Ich werde gerade erst so ein bisschen in das Thema Spielplatz eingeführt, Knigge und so. Weil es gibt dann ja doch Sachen, die du beachten musst. Darf man die Förmchen vom anderen und so oder nicht? Und das ist zum Beispiel was, ich sehe halt nicht, was sie sich da schnappt. Also sie krabbelt gerade gerne im Sand rum und hat dann irgendwelche Förmchen in der Hand. Und zum Glück sind ja alle Eltern eigentlich so locker und entspannt, dass alle auch mit einem spielen dürfen. Ja. Aber da sehe ich halt nicht genau, was es ist. Und da mache ich es zum Beispiel so, dass ich immer einmal fühle und ich erkläre ihr, du, die Mama, die muss mit der Hand einmal gucken. Ich sehe das nicht. Also ich versuche ihr das jetzt schon zu erklären, auch wenn ich weiß, so ganz versteht die das natürlich noch nicht. Aber dass ich erkläre, dass ich sie jetzt nicht wegnehmen möchte, weil es ja schon so, ach meins, also warum spielt Mama jetzt damit? ne? Und deswegen finde ich es halt ganz gut, dass ich dadurch die Möglichkeit habe, zu wissen, was sie in der Hand hat. Ja. Aber wenn sie jetzt anfängt, da richtig wild rumzukrabbeln und so, ganz ehrlich, ich krabbel da quasi hinterher. Also ich versuche wirklich immer eine Hand am Kind zu haben, wenn ich jetzt alleine bin. Ich werde es aber auch so lösen, dass ich wahrscheinlich in den wenigsten Fällen alleine auf dem Spielplatz bin. Vor allem, wenn sie dann beginnt zu laufen. Weil ich möchte nicht, dass sie das Gefühl hat, ah, die Mama, die klebt immer an mir und ich darf nicht einfach mal weg. Genau. Sondern ich möchte, dass sie sich da frei entfalten kann. Und dann ist es für mich einfach wichtig, noch ein sehendes Paar Augen dabei zu haben. Ob das mein Freund ist, eine Freundin, Oma, Opa, ne? Kann eigentlich fast jede Person sein. Aber ja, im Moment ist es halt so, dass ich am liebsten nur in Begleitung auf dem Spielplatz gehe. Und ich weiß nicht, da werde ich mir wahrscheinlich auch noch neue Tricks aneignen müssen. Irgendwann ist es dann auch möglich, dass wir einfach miteinander kommunizieren und ich immer sage, sie soll mir sagen, wenn sie irgendwo hingeht oder so. Aber ich möchte natürlich auch sofort reagieren können, wenn sie hinfällt. Ja, und, total, verstehe ich. Da habe ich schon den Anspruch dran und deswegen ist es halt praktischer dann zu dritt. Ich kenne das, was du beschreibst. Man will sie, das Kind auch nicht so einschränken und so in seiner Freiheit auch so lassen und so. Und deswegen ist das für mich auch wesentlich entspannter, für das Kind natürlich auch. Ja.
wenn einfach jemand dabei ist. Absolut. Und mit guckt, ja, irgendwie. So und das ist ja auch meistens eine Freude für diejenigen, die mitkommen. Ja, ja, doch, total. Und ich muss sagen, das ist mir ehrlich gesagt erst als Mama so auf, ist mir das so richtig bewusst geworden, dass ich ja schon jetzt viel mehr Hilfe brauche als vorher, vor dem Kind. Das ist schon so. Würdest du das generell so sagen? Also ich für mich würde sagen, ich war ja vorher so, ich bin einfach spontan irgendwie ins Auto eingestiegen, bin losgefahren oder irgendwie spontan was gemacht und jetzt muss ich mich immer irgendwie absprechen mit dem Dennis. Also der müsste irgendwie immer dabei sein, weil der Rangi halt noch nicht ganz versteht, dass er jetzt noch nicht auf die Straße darf oder so und ich einfach nicht schnell genug bin. Okay. Deswegen hat sich das schon verändert auch für mich, ja. Ja, und wie ist das für dich? Am Anfang, also wo er dann anfing zu laufen, war es für mich echt schwer. Ich musste schon damit auch, es war für mich eine völlig neue Situation. Eine sehr herausfordernde Situation, weil ich doch diese Unabhängigkeit vorher so gespürt habe und mit einmal dann irgendwie gemerkt habe, okay, das mit dem Kinderwagen, ich bin mit dem rausgegangen, bin einfach spazieren gegangen, das fiel dann irgendwann weg, wo er einfach dann mobiler wurde. Ja. Ne? Ja. Aber jetzt ist das so, dass ich da mich sehr gut mit auch mit der Situation angefreundet habe. Aber es war schon am Anfang, muss ich ehrlich zugeben, war schon echt eine Umstellung. Kann ich absolut verstehen. Es ist nicht so schön, abhängig zu sein. Nee. Und das wurde mir jetzt eigentlich durch ein Kind eigentlich richtig bewusst. Mhm. Aber ich weiß ja, dass es ja auch nicht immer so bleibt. Es wird sich auf jeden Fall verändern, sobald ihr Absprachen treffen könnt. Ne? Genau. Und das ist jetzt noch mal so eine Phase. Das ist jetzt so und es wird noch ein bisschen so weitergehen. Mhm. Aber ich weiß, irgendwann wird er das verstehen und dann wird es auch anders funktionieren. Das ist eine voll schöne Einstellung, die du hast. Ist das denn manchmal auch so, dass andere Eltern reagieren auf dem Spielplatz? Ja, das auch. Das habe ich schon auch öfter so, wie machen sie das eigentlich so als Mama und so. Mhm. Und die Leute sind interessiert, aber ich finde das auch nicht ganz gut, weil ich beantworte denen dann die Fragen, wie wir das dann so machen. Das ist ja auch teilweise schon auch eine Herausforderung, ist klar. Ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, dass das alles wunderbar immer funktioniert. Das ist ja schon auch eine Herausforderung. Das bei niemandem so. Und bei jeder Mama oder bei jedem Papa gibt es da auch Herausforderungen. Ja. So ist es ja bei mir auch. Okay, und es gibt aber auch Sachen, die sind für uns vielleicht gar nicht so schwer. Zum Beispiel haben wir eben hinter der Kamera einmal gesagt, dass Rutschen für uns gar kein Problem ist, ne? Ja. Also ich bin schon öfter mit meiner Kleinen gerutscht und auch irgendwo raufgeklettert. Ja. Das geht zum Beispiel bei dir auch, oder? Bei mir geht das auch ganz gut und der Rangi findet das, glaube ich, auch ganz toll, wenn ich dann auch mal mit ihm dann zusammen rutsche. Das ist euer Ding. Also, so hoch mitkletter irgendwie so, ja. Voll schön. Jetzt haben wir ja schon einige konkrete Barrieren kennengelernt. Gibt es für dich dann auch andere, die jetzt vielleicht erstmal nicht so offensichtlich sind? Also hast du zum Beispiel mal eine Krabbelgruppe besuchen können? Also eine Krabbelgruppe hat bisher leider gar nicht stattgefunden, aber so Babymassage, sowas halt, das war halt in der Hebammenpraxis, von daher war das auch alles gar kein Problem, mit dem Rollstuhl hinzukommen. Weil die Barriere frei war. Weil die Barriere frei war. Also wir sind jetzt auch wieder in der Krabbelgruppe, wir waren nach ein paar Monaten schon in einer, die hat mir nicht gut gefallen, das waren so 16 Kinder, die alle durcheinander gebrüllt haben und ich wusste einfach nicht mehr, wo oben und unten ist und meine Tochter war auch völlig überfordert, da war mein Freund dann auch immer mit dabei, aber uns hat es allen nicht so zugesagt und jetzt ist halt so ein Alter, wo ich auch denke, ist doch cool, nochmal Eltern mit Kindern im ähnlichen Alter auch in der direkten Umgebung zu treffen und kennenzulernen. Und die fangen ja auch an zu interagieren. Ja. Und da habe ich jetzt eine ganz tolle Krabbelgruppe gefunden, wo es auch eine ganz tolle Leiterin gibt, mit der ich einfach vorher kurz besprochen habe, was ich brauche, dass sie kurz ein paar Fragen stellen konnte, wie ich zurechtkomme. Und die passt auch immer gleichzeitig mit auf, dass nichts passiert. Aber es ist gar nicht so notwendig, weil alle Eltern tatsächlich dort nach allen Kindern gucken. Schön. Ich merke nur, für mich ist der Umgang mit anderen Kindern sehr schwierig, weil die sprechen ja nicht wirklich. Und dann sitzt auf einmal ein Kind vor mir und hält mir was hin und ich krieg's nicht mit. Ach so, und meine Tochter, die berührt mich entweder oder sagt Han, weil die sagt immer, wenn sie was geben will, Han oder Mama. Und dann weiß ich, jetzt ist was. Oder sie klettert auf mir rum. Und das machen die anderen Kinder nicht. Und dadurch kann ich schwer mit denen interagieren. Ah, verstehe. Aber du hattest auch vorhin gesagt, was vom Eltern-Kind-Café, weil das fand ich jetzt auch spannend, weil ich kenne das gar nicht. Also bei uns im Dorf gibt es sowas nicht. Ich glaube, das war städtisches. Genau, da war ich mit einer Freundin letztens, die hat ein Kind, das ist ein halbes Jahr älter. Und das ist schon da rumgeflitzt. Und ich habe gemerkt, für mich war das einfach nur überfordernd. Man sollte eigentlich die Möglichkeit haben, dort entspannt zu essen und die Kinder spielen. Aber die ist immer nur ihrem Kind hinterhergerannt. Sprich, ich war mit meinem Kind beschäftigt. Sie hat natürlich auch versucht, mit drauf zu gucken, was meine Tochter macht, aber das geht gar nicht, wenn du deinem eigenen Kind hinterherrennen musst.
Und somit war ich in dem Radius sehr eingeschränkt, in dem ich mich mit meiner Tochter bewegen konnte. Okay. Es war sehr laut. Also, was für mich echt eine schwierige Situation ist, ist ganz viel Lautstärke, weil das ist so der einzige Fernsehen, das Hören, mit dem ich mich noch orientieren kann. Der ersetzt mein Sehen auch zum Teil. Und wenn einfach nur Kindergeschrei ist, dann habe ich nicht mehr so die Möglichkeit, alles im Überblick zu behalten und höre mein eigenes Kind auch nicht mehr raus. Und zu Hause ist es so, wenn sie mit irgendwas spielt, höre ich anhand der Lautstärke von dem Spielzeug oder dem Geräusch, was ist das gerade? Mhm. Und das kann ich dann woanders gar nicht. Und das ist für mich schon eine Einschränkung, das würde ich jetzt so nicht nochmal machen. Okay, okay. Wie sind denn für dich so die Reaktionen anderer, die du erlebst? Reagieren die mit Vorurteilen oder so Berührungsängsten oder hast du da gar nichts bemerkt im Vergleich zu vorher, als du noch keine Mama warst? Also die Reaktionen sind so, ich finde, wenn ich auf dem Spielplatz auftauche, dann merkt man schon, dass die Leute Blicke. Erstaunt sind und auch dann auch schon fragen so, wie machst du das eigentlich so im Alltag, so als Mama oder klar, natürlich auch Kinder, die wollen natürlich, die sind dann neugierig, was ist passiert, also das war ja aber schon immer so, dass die dann gefragt haben. Ich glaube, dass der Dennis kriegt öfter mit, dass er sozusagen als auch Gott der arme Mann irgendwie, eine behinderte Frau und dann noch ein Kind zusammen, oh, der ist ja total, also so der arme Kerl, doppelt belastet. Ich persönlich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt deswegen als Mama jetzt irgendwie anders behandelt werde oder diskriminiert werde, empfinde ich gar nicht so. Ich merke nur einfach, dass die Leute schon, glaube ich, erstaunt sind, wie wir das so als Familie oder wie ich das so mache. Mhm. Wirklich auch auf dem Spielplatz so. Also ein offenes Interesse. Mhm. Okay. Empfinde ich tatsächlich so. Okay, ist doch schön, total, dass das so bei dir ankommt. Super. Total. Ja. Also wobei ich mir auch echt wünschen würde, dass es doch viel mehr Unterstützung für die Eltern gibt, die sich in so einer Situation befinden. Weil ich mir auch gedacht habe, wie möchtest du denn eigentlich, also mit einer Trage. Klar geht das auch mit einem Kind, wenn es zulässt. Aber vielleicht möchte auch jemand, der im Rollstuhl sitzt oder wie auch immer, auch gerne einen Kinderwagen, also mit einem Kinderwagen unterwegs sein. Und dass es da vielleicht irgendwie eine Möglichkeit gibt. Und wie ist es bei euch so mit der Kita-Platzsuche? Oder habt ihr einen Kita-Platz, wo du auch einfach und entspannt hinkommen kannst? Ja, das war ja so, wir haben ihn eigentlich direkt nach der Geburt schon angemeldet. Das musste ich ja schon so schnell machen. Wusste ich auch nicht. Mir wurde dazu geraten, das zu tun, weil sonst die Plätze weg sind. Ist so. Und tatsächlich war es auch so. Also wir hatten Glück gehabt. Gut, ich meine, im Dorf ist es ja auch vielleicht auch wesentlich, oder relativ einfach, sage ich mal, einfacher vielleicht als Großstadt, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir einen Platz bekommen. Und das ist auch gleich von uns 10 Minuten entfernt zu Fuß. Super. Also wir fahren aber mit dem Auto oder Dennis bringt ihn dahin und genau, es ist gut möglich. Okay, wir sind immer noch im Kita-Platz-Dschungel, also drück uns die Tatsächlich. Daumen, dass es noch funktioniert. Oh, okay, dann wünsche ich euch, dass das echt klappt. Ja, das wünsche ich mir sehr. Ja. Ja. Also, so wie ich das jetzt verstehe, habt ihr jetzt noch nichts gefunden? Nee, noch nicht konkret. Also wir haben eine Wunsch-Kita, die auch wirklich bei uns in der Nähe ist. Das ist für mich ganz wichtig, dass ich die fußläufig oder mit den Öffentlichen erreichen kann, weil ich kann nicht einfach mal aufs Fahrrad springen und mein Kind dahin fahren. Es muss alltagspraktisch und praktikabel sein. Und tatsächlich habe ich auch schon mit der Stadt telefoniert. Und da ist es so, dass so ein Kriterium überhaupt nicht in der Vergabe berücksichtigt wird. Die hat mir nur gesagt, ja, hätte ihr Kind eine Behinderung, dann wären da verschiedene Optionen. Aber die Eltern mit Behinderung, die werden da nicht berücksichtigt. Und das hat für die Vergabe gar keine Relevanz. Bei jetzt privaten Trägern ist das anders. Also du kannst es sowieso überall mit reinschreiben in der Bewerbung. Bei uns läuft das über so ein Portal. Aber ob die das tatsächlich berücksichtigen oder nicht, das musst du im Endeffekt dann merken, wenn du einen Kita-Platz hast oder eben nicht. Okay. Also mir fällt auch gerade dazu ein, wegen dieser bei uns in der Krippe, da habe ich nämlich das Problem jetzt gehabt, dass ich mit dem Rollstuhl gar nicht dahin komme. Ja. Da gibt es so eine Bordsteinkante und da kam ich nicht hoch. Mhm. Und ich habe mit der Stadt gesprochen, also mit der Gemeinde. Jetzt ist es tatsächlich auch barrierefrei, so dass jetzt auch wirklich, das finde ich voll cool. Die haben das gemacht? Die haben es wirklich gemacht, weil ich auch gesagt habe, also ich möchte ganz gerne mein Kind selber auch da abholen und nicht davor stehen. Und ich möchte auch ganz gerne, dass andere Menschen auch, wenn die sich in so einer Situation befinden, einfach das auch machen können. Das war denen bisher gar nicht bekannt, also das haben die gar nicht so gesehen. Die hatten das nicht auf dem Schirm. Die haben es wirklich nicht auf dem Schirm. Daraus lernen wir, es lohnt sich auch mal, den Mund aufzumachen, nachzufragen und vielleicht sogar ein bisschen weniger. Mentor. Absolut. Sehe ich auch so. Wow, ich habe unglaublich viel gelernt von dir heute. Es war so ein spannender Austausch. Ich danke dir sehr dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.
und hoffe, dass es euch auch so gut gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns das doch gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Ihr könnt kostenlos den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Alle Links zur lieben Hülya findet ihr noch in der Infobox. Und ja, ich würde sagen, das wär's, ne? Ich wollte mich auch noch mal bedanken, Fabi. Das war eine sehr schöne Zeit, die ich hier mit dir hatte. Und ich habe sehr, sehr viel auch dazu gelernt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Also, macht's gut. Ciao. Tschüss.